Mein Name ist Benjamin Ziemann und ich bin Professor für Neuere Deutsche Geschichte an der Universität Sheffield im Norden von England. Ich möchte heute ein Objekt aus der Geschichte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold vorstellen. Historia, Gesellschaftsspiel. Ein Brettspiel, das im Jahr 1928 produziert wurde. Zwei arbeitslose Reichsbannerkameraden aus der Stadt Naumburg in der preußischen Provinz Sachsen hatten das Brettspiel entworfen und gebaut. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold war im Februar 1924 in Magdeburg gegründet worden. Es war ein überparteilicher Schutz- und Wehrverband, der sich für die Weimarer Republik und die Bewahrung der Demokratie einsetzte. Das Reichsbanner gründete sich auf die Zusammenarbeit der drei Parteien der sogenannten Weimarer Koalition, der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, der Katholischen Zentrumspartei und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der SPD. De facto aber war das Reichsbanner dominiert von den Mitgliedern der SPD. Mehr als 90% der einfachen Mitglieder des Reichsbanners waren Mitglieder der SPD. Das Reichsbanner verdankte seine Gründung den verschiedenen Anschlägen und Putschversuchen in den ersten Jahren der Weimarer Republik. Es verstand seine Aufgabe als die Verteidigung der Republik gegen ihre rechtsradikalen und radikalnationalistischen Gegner. Zu diesem Zweck verfolgte das Reichsbanner zwei Strategien. Zum einen verteidigte und beschützte es die Wahlveranstaltungen und generell Versammlungen der drei Parteien, die den Verband trugen. Auch Versammlungen und Vorträge von Mitgliedern des organisierten Pazifismus wurden im Übrigen vom Reichsbanner geschützt. Zum anderen widmete sich das Reichsbanner der Pflege von Kriegserinnerungen. Im Untertitel hieß der Verband Bund republikanischer Kriegsteilnehmer. Etwa 2/3 aller Reichsbanner-Mitglieder waren Veteranen des Ersten Weltkrieges. Sie hatten an den Fronten des Krieges als einfache Soldaten im kaiserlichen Heer die Schrecken des Krieges kennengelernt und vertraten nun einen moderaten Pazifismus, das Ziel der Aussöhnung mit Frankreich und anderen früheren Kriegsgegnern. Bereits kurz nach seiner Gründung im Februar 1924 stellte sich heraus, dass das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eine der großen Erfolgsgeschichten der Weimarer Republik werden würde. Rund 1 Million Männer sammelten sich im Reichsbanner und diese Zahl sank auch bis 1933 nicht ab, steigerte sich zum Ende der Republik eher noch. Wie andere demokratische Massenorganisationen des Weimarer Staates wurde auch das Reichsbanner vom NS-Regime verboten. Im Frühjahr 1933 wurde der Verband gezwungen, sich aufzulösen. Das demokratische Potenzial, das sich im Reichsbanner versammelte, hatte Wirkung auch über das Verbot im Frühjahr 1933 hinaus. In vielen Orten des Reiches gab es sozialistische Widerstandsgruppen und viele von ihnen wurden von ehemaligen Mitgliedern des Reichsbanners getragen. Darin zeigt sich, dass die rote Glut, von der der Historiker Alf Lüttke gesprochen hat, im Reichsbanner auch nach 1933 weiter glühte. In der Zeit der Republik, also von 1924 bis zum Verbot 1933, war diese rote Glut allerdings eher in den schwarz-rot-goldenen Farben enthalten, war also eine schwarz-rot-goldene Glut, wenn man so sagen kann. Die Grundidee des Brettspiels Historia, Gesellschaftsspiel, ist sehr einfach. Bis zu 8 Spieler können teilnehmen, jeder bekommt 3 Spielfiguren. Und diese müssen vom Rand, von der Startposition bis in das Zentrum des Spielfeldes bewegt werden, je nach der Zahl der gewürfelten Punkte. Allerdings waren Komplikationen eingebaut, und zwar durch die Zahlen 1 bis 16, die auf dem Spielfeld markiert waren. Wer auf eines dieser Felder kam, musste je nach Feld entsprechende Schritte unternehmen oder war Hindernissen ausgesetzt. Das eigentliche Ziel dieser nummerierten Punkte war allerdings, die Spielenden mit historischen Wegmarken in der Geschichte der Demokratie in Deutschland bekannt zu machen. Einige der auf dem Spielfeld markierten historischen Daten greifen bis in das Mittelalter zurück. Die meisten aber gehen in das 19. Jahrhundert zurück. Etwa das Hambacher Fest des Jahres 1832, bei dem sich Demokraten versammelten
oder die Revolution von 1848. Nicht bloß in Berlin, sondern auch in Wien. Mit dieser Erinnerung an die Revolution in Wien bekräftigten die Reichsbannermitglieder auch ihre großdeutsche Orientierung. Die Zusammenarbeit mit dem Republikanischen Schutzbund der Republik Österreich war ein wichtiger Teil der Arbeit des Reichsbanners. Viele der auf dem Brettspiel angegebenen Daten beziehen sich aber auf die Geschichte des Reichsbanners selbst. So wurden verschiedene Bundestage des Reichsbanners aus den Jahren 1925, 1926 und 1927 auf dem Brettspiel erwähnt. Diese Bundestage waren die großen Massenversammlungen des Reichsbanners, bei denen Zehntausende von aktiven Mitgliedern des Verbandes in einer größeren Stadt zusammenkamen und durch Aufmärsche und das Vorzeigen ihrer Flaggen, auch durch festliche Veranstaltungen, die Republik und ihre Verfassung feierten. Worin liegt nun die Bedeutung dieses Brettspiels, Historia, Gesellschaftsspiel, das zwei Reichsbannerkameraden aus Naumburg 1928 entwarfen und produzierten? Zum einen liegt es in dem Versuch des Reichsbanners, dem demokratischen Gedanken in Deutschland eine historische Tiefe zu verleihen, die auch in der Rückschau oft verloren gegangen ist. Wie das Reichsbanner insgesamt waren die zwei Reichsbannerkameraden aus Naumburg bemüht, zu verdeutlichen, dass der demokratische Gedanke in Deutschland tief bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht und dass auch die Farben der Republik, Schwarz-Rot-Gold, die von ihren rechtsradikalen Gegnern oft verunglimpft wurden, eine Tiefe und Dignität haben, die weit in die Geschichte zurückreicht. Die zweite Dimension dieses Brettspiels liegt in der proletarischen Geselligkeit der einfachen Reichsbannerkameraden. 90% der Reichsbannermänner waren Sozialdemokraten, entweder als Wähler oder als Mitglieder, und die meisten von ihnen waren Angehörige der Arbeiterschaft, manche auch Angestellte oder Lehrer. Im Spielen dieses Brettspiels zeigt sich die Bedeutung proletarischer Geselligkeit für das Leben der Hunderttausenden von einfachen Reichsbannermitgliedern in der Weimarer Republik.